Ja, hallo und herzlich willkommen im Bärlauch, wie man unschwer erkennen kann. Wenn wir jetzt Geruchs-YouTube hätten, würdet ihr es auch sofort riechen. Mittlerweile sammelt ja schon fast jeder Depp Bärlauch, aber ich habe gedacht, ich mache mal trotzdem noch ein kleines Video zu dem Zeug, weil gerade so schön Frühling ist und das Zeug hier überall massenhaft rumsteht, da ich das Glück habe, in Süddeutschland zu leben. Wenn ihr in Norddeutschland lebt, habt ihr wahrscheinlich keinen Bärlauch, aber dafür habt ihr Flintsteine. Ich tausche Bärlauch gegen Flintsteine. Schickt mir ein Paket Flintsteine und ich schicke euch ein Paket Bärlauch zurück. Ja, das Zeug ist schon ganz cool. Flintsteine wären mir ehrlich gesagt aber lieber. Man kann nicht alles haben. Wir haben hier unten außerdem noch den Bodensee, die Alpen, den Schwarzwald, den Bayerischen Wald und überhaupt so ganz viele Hügel überall und so. Habt ihr im Norden auch nicht. Aber ihr habt Flintsteine. Naja, so viel dazu. Bärlauch, jawohl. Zählt zu den Lauchgewächsen, genauso wie Zwiebel oder Knoblauch oder Lauch, also der Küchenlauch, dieser normale, lange, den man da schnibbel, ne? Und jo, wo findet man jetzt so einen Bärlauch? Also wie gesagt, ist größtenteils in Süddeutschland verbreitet, braucht sehr dauerhaft feuchte, nährstoffreiche, stark humose Böden, also so die Crème de la Crème unter den Bodenarten. Wo findet man jetzt sowas wieder? Am Fluss. Also so 50 Meter neben größeren Flüssen sollte eigentlich eine Hartholzaue zu finden sein. Also ein Bereich mit A-Bäumen, die sehr hartes Holz haben, ganz typisch die Eiche, und B, auf dem Boden im Frühling dann jede Menge Bärlauch. So ein Bärlauch ist ein typischer Frühjahrsblüher, das heißt, wenn es warm genug wird, das Pflanzenwachstum wieder problemlos möglich ist, aber die Bäume noch nicht ihre Blätter ausgefahren haben und noch keinen Schatten auf den Boden schmeißen, dann kommt der Bärlauch aus seiner Zwiebel geschossen und breitet sich explosionsartig aus. Beziehungsweise, was heißt, er breitet sich aus? Er ist auch sonst da. Der Bärlauch ist ein typischer Hemikryptophyt. Das heißt, er ist das ganze Jahr über da, der stirbt nicht, der ist also mehrjährig, aber man sieht ihn bloß nicht, weil er nur quasi im Frühling kurz aus seiner Zwiebel rauskommt, Blätter ausfaltet, 1 bis 3 übrigens, fast immer 2, dann Photosynthese betreibt, was geht, schnell noch eine Blüte produziert, Nachwuchs produziert. Und dann stirbt alles Oberirdische wieder ab und er lebt quasi nur noch in seiner Knolle, um im nächsten Jahr dann wieder auszutreiben. Er muss also quasi in der kurzen Zeit, die er hat, zwischen der Schnee ist weg und die Bäume sind ausgetrieben und er kriegt kein Licht mehr, muss er A, genug Nährstoffe produzieren und in seiner Knolle speichern, damit er im nächsten Jahr wieder austreiben kann. Und im Idealfall produziert er noch einen kleinen Überschuss, dann kann er sich reproduzieren und eben blühen und Samen bilden. Wie man hier sehen kann, da ich ja mittendrin hocke, tut er das hier recht erfolgreich. Jo, jetzt kann man natürlich sagen, sammelt Bärlauch, fresst ihn auf. Es gibt Leute, die mögen den gerne als Salat, die mampfen den tatsächlich pur. Man sollte ihn auch wirklich nicht großartig erhitzen, weil dann der charakteristische Geschmack verloren geht, dann schmeckt das Zeug ziemlich fade. Was ich persönlich gerne draus mache, ist tatsächlich Pesto. Also genau wie das Basilikum-Pesto, nur eben statt Basilikum Bärlauch nehmen, ein bisschen diesen tollen italienischen Hartkäse da dran schmeißen, ein bisschen Pinienkerne, wenn man hat, die sind übrigens sauteuer, wenn man die kaufen möchte. Gutes Olivenöl dazu und im Prinzip reicht das auch schon, alles andere sei denn dem persönlichen Geschmack des Anwenders überlassen. Das Zeug ist ziemlich cool, hat aber jetzt den großen Nachteil, dass es mit dreierlei Giftpflanzen sehr leicht, dass es oft mit 3 Giftpflanzen verwechselt wird. Wenn man da genau hinguckt, sollte einem das eigentlich nicht passieren. Viele denken nämlich, sie können ja Bärlauch ganz einfach identifizieren, indem sie sich ein Stück Blatt abrupfen, reiben, riechen und dann riecht es charakteristisch eben nach diesem lauchigen, knoblauchigen, Material. Das Blöde ist bloß, wenn man das bei ein paar Blättern gemacht hat, riechen irgendwann beide Pfoten, auch wenn man eine Weile am Sammeln ist, derartig nach Bärlauch, dass man das einfach gar nicht mehr riechen kann. Wenn man ein anderes Blatt nimmt und da dran reibt, riechen die Pfoten ja trotzdem noch nach Bärlauch. Und wenn man dann riecht, denkt man, es ist Bärlauch, obwohl es kein Bärlauch ist, weil es halt einfach die Hände nach dem Bärlauch riechen und das Blatt nicht mal unbedingt. Daher ist das kein sicheres Bestimmungsmerkmal, außer für die ersten 3-4 Blätter, die man sammelt.
Ja, woran erkennt ihr Bärlauch? Also zunächst mal, so ein Bärlauch kommt fast immer massenweise vor. Also es gibt selten mal Fälle, wo wirklich nur so kleine Bärlauch-Patches irgendwo im Wald stehen. Das gibt's auch, aber in der Regel ist es so, dass wenn er da ist, dann gleich riesige Bestände davon. Und das ist schon mal die eine Sache. Die andere Sache ist, man riecht es natürlich, dass es sich hierbei um Bärlauch handelt. Bei den ersten zwei, drei Blättern kann man da auf jeden Fall zur Sicherheit nochmal nachgucken. Jetzt besteht halt eben die Möglichkeit, dass jetzt in diesem Bärlauchbeet noch die anderen Pflanzen, die mit Bärlauch verwechselt werden können, weil sie A, nämlich tatsächlich auch mittendrin im Bärlauch wachsen könnten und teilweise auch tun, und B, haben sie so eine ähnliche Blattform. Sie haben aber wirklich bloß nur eine ähnliche Plattform. Also wenn man ein bisschen aufpasst, ist das kein Problem, die auseinanderzuhalten. Und zwar kann man Bärlauch verwechseln mit Maiglöckchen. Herbstzeitlose. Und gefleckblättrigem Ahornstab, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob der gefleckblättrig heißt, aber jedenfalls Ahornstab. Jawohl. Den Ahornstab habe ich da hinten mal gefunden, mache euch dazu gleich noch einen kleinen Clip. Das andere Zeug gibt es jetzt hier speziell nicht, aber eine ganz einfache Unterscheidungsmethode, die wirklich idiotensicher ist. So ein Bärlauch, wenn man ihn da ganz unten mal irgendwo am Boden ausrupft, stellt man fest, der hat in der Regel... Ja, also in der Regel besteht ein Bärlauch aus eben zwei gestielten Blättern. Und hat dann fast immer in der Mitte im etwas fortgeschrittenen Entwicklungsstadium hier seine Blüte bzw. die Knospe der Blüte und treibt dann da aus und bildet dann eine schöne, hübsche, weiße Blüte. So ein ganzes Feld Bärlauch, wenn der erstmal blüht, sieht schon toll aus. Aber dann kann man ihn übrigens nicht mehr essen. Also man kann ihn nur, bis er blüht, noch ganz gut verzehren. Also so in dem Zustand würde ich sagen, ist noch okay. Je früher man den pflückt, je kleiner die Blätter sind, desto leckerer sind sie. Also meine Meinung, man kann sich natürlich streiten, aber ja, so ist es jedenfalls. Wir sind jetzt schon ein bisschen spät dran, jetzt ist mir da diese Knospe runtergefallen. Typischer Bärlauch, eben diese zwei Blätter. Und das sichere Bestimmungsmerkmal dafür, dass es sich auch um Bärlauch handelt, ist, bei allen anderen Giftpflanzen sind die Blätter nicht gestielt, beziehungsweise beim Ahornstab sind die Blätter eingebuchtet. Ich zeige euch das aber gleich nochmal. Und sind auch viel breiter und ja, sehen anders aus. Ich zeige es euch gleich. Aha, und hier hat er sich versteckt. Der böse Ahornstab mitten im Bärlauch. Wenn ich mich komisch anhöre, ich habe gerade mal kurz das Zeug probiert. Ist ein Erlebnis. Solltet ihr auch mal machen. Nicht lustig. Wirklich nicht. Ja, das hier, Ahornstab. Das hier, Bärlauch, Bärlauch, auch Bärlauch, Bärlauch. Überall dazwischen Bärlauch und mittendrin ist eben der Ahornstab. Man kann schon erkennen, dass das andere Blätter sind. A, laufen die rund aus. Und B, insbesondere wenn man sie dann mal ausreißt, kann man schön sehen, die haben zwar auch einen Stiel, aber die haben so dicke Blattöhrchen, also wirklich weit über den Stiel herausragende Blattöhrchen. Ups. Hier nochmal ein Blatt in Großaufnahme. Blattöhrchen. Bärlauch hingegen? Keine Blattöhrchen. Blatt beginnt quasi einfach am Stielende und hat keine Öhrchen. Hier wieder Öhrchen. Außerdem ist das Blatt viel labberiger und nicht so schön glatt wie so ein Bärlauchblatt. Also ich hoffe, man kann den Unterschied gut erkennen. Das ist meiner Meinung nach wirklich die einzige Pflanze, die erstens mal auch gestielte Blätter hat und zweitens so richtig mitten im Bärlauch steht, wo man die verwechseln könnte. Das Gute an dem Zeug hier ist allerdings wieder, beißt da mal drauf. Nehmt euch mal ein winziges Stück, wirklich nur ein ganz winziges Stück davon, und beißt da mal drauf. Ich habe es gerade gemacht. Das macht ihr nur einmal im Leben, glaubt mir. Na gut, ich habe es zum zweiten Mal im Leben gemacht gerade. Also der scheiß Ahornstab ist eben also auch hochgiftig. Man kann da noch jede Menge tolles Zeug zu erzählen, aber es geht ja hier primär jetzt um Bärlauch.
und enthält unter anderem, neben diversen anderen tollen Giftstoffen, Calciumoxalatkristalle in der Zellvakuole. Das heißt, wenn man sich auch nur ein winziges Stückchen von dem Grünzeug hier nimmt und drauf rumkaut, da sitzen dann quasi in der Zelle wie so kleine Kristallspeere, die mit Säure geladen sind, die sich dann, wenn man drauf rumkaut, in sämtliches Zahnfleisch, Zunge, sonst wo reinbohren. Und nach kurzer Zeit, so circa 20 bis 30 Sekunden, brennt einem selbst bei einem winzigen Stück Blatt die ganze Schnauze. Und es fühlt sich wirklich so an, als hätte man so kleine Speere überall in die Zunge gejagt bekommen. Probiert das mal mit einem winzig kleinen Stück aus. Einfach mal, das Erlebnis ist lustig. Und das ist ein ganz beliebter Botaniker-Exkursions-Gag. Gibt einem Studenten ein kleines Stück von dem Zeug hier zum Probieren, damit er nie mehr vergisst, was das für eine Pflanze ist. Wirkt Wunder. Ich war der dumme Student, der blöd genug war. Oh jo, der Professor hat gesagt, probier mal. Also, dann probiere ich mal. Ich vermute mal, es hat ihm ein ganz, ganz kleines bisschen, na, vielleicht auch nicht, leid getan. Also sprich, Bärlauch sammeln einfach immer Blättchen für Blättchen. Blättchen für Blättchen und immer mit Stiel, damit ihr euch sicher sein könnt, dass eure Blättchen alle einen Stiel haben. Die Blättchen beim Sammeln auch angucken und dann kann eigentlich nichts passieren, dass ihr aus Versehen so eine Ladung Calciumoxalat erwischt. Im Übrigen, wenn ihr euren Bärlauchsalat futtert und feststellt, dass ihr diesen Calciumoxalat, diese stechenden Dinger im Maul habt, hört sofort auf zu essen, dann habt ihr auch so eine geringe Menge von dem Zeug abbekommen, also vom Aaronstab, dass euch nichts passieren kann und damit seid ihr auf der sicheren Seite. Weil wenn ihr so sammelt, erwischt ihr eben nur Blätter mit Stiel und dann kann euch nichts passieren. Jo, guten Appetit. Und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.